ist das nicht? Wieso? Irgendwas Schlimmes? Sag nichts, dir ist ein Nagel abgebrochen. Nein, es geht um was Schönes. Der Geburtstag von Amber steht vor der Tür und ich freue mich wie ein Schnitzel. Du schmeißt bestimmt wieder so eine super Party in der Villa wie jedes Jahr, bitte. Aber ja, natürlich. Und ihr zwei organisiert das alles, damit die Feier perfekt wird. So wie jedes Jahr. Was sagst du? Ach, nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob du Matteo einlädst, weil ihr beide ja nicht mehr zusammen seid, dachte ich. Nein, ihr könnt ruhig weiterreden. Natürlich lade ich ihn ein, Matteo. Du bist zu meiner Geburtstagsparty herzlich eingeladen. Vielen Dank dafür. Deine Partys sind immer der Hammer. Ja, danke, das weiß ich. Und ich will ja nicht, dass irgendwelche Probleme zwischen uns stehen. Ich muss mich schließlich auf den Wettbewerb konzentrieren. Und du solltest dasselbe tun. Denn entschuldige bitte, dass ich so offen mit dir rede. Du bist auf der Bahn sehr viel schlechter geworden. Ist mir nicht aufgefallen. Na, dann brauchst du vielleicht eine Brille. Ich habe das Gefühl, wir gehen besser. Ich muss noch was aus dem Spind holen, warte. Hol es später. Du merkst auch gar nichts. Und, wie geht's? Toll, super gut. Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben und das ist gut so. Na super. Und auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, können wir immer noch Freunde sein. Ja, ich merke allerdings, dass ich im Moment keinen Freund brauche. Ich will den Wettbewerb gewinnen. Und da ist es gut, dass ich nicht dauernd von irgendwem abgelenkt werde.